die Verbindung. Das soll dann bitte dort hochlaufen. Na gut, wir haben zwar unbegrenzte Ressourcen, aber verschwenden hier muss man es natürlich trotzdem nicht. Das heißt, wir werden das hier mal schnell leer laufen lassen. Dort, was hat er mit den Barren gemacht, die hier schon waren? Hat er die jetzt einfach so verarbeitet oder wie? Gut, die haben nichts mehr, dann kann das weg. Ja, machen wir hier alles weg, ja. Abschnitt hier weg und dann kann das Ganze hier drauf laufen. Achso, könnte man eigentlich auch gleich das so machen. So, jetzt sieht das doch schon gleich viel ordentlicher aus, oder? Dann kann man das auch noch beliebig dann nach hier drüben erweitern, wenn man das möchte. Achso, da ist noch ein Stück falsch rum. Hier in die andere Richtung, danke. So. Achso, weil die wahrscheinlich nicht hinterherkommen. Ja gut, stehen sie natürlich erstmal hier. Da muss erstmal eine neue Ladung ankommen. Oder ich baue gleich noch eine fünfte hin. Müssen mal gucken, ob das von der Förderbandlänge so passt überhaupt. Ah, das geht noch. So anbinden. Na gut, das geht jetzt auch mal so. Und dann führe das hier so drauf. So. Fertig. Ich glaube, wahrscheinlich könnte man noch ein sechstes hinstellen. Ach ja, komm. Wir hauen dem der Stahlproduktion jetzt hier die Prügel raus. Ah, nee, Quatsch. Das ist ja gar keine. Ist das gar keine Stahlproduktion oder ist das nicht? Ich finde ja mal diesen richtigen Button hier nicht, ey. So. Eisenbarren. Meinte ich. Gucken, ob das jetzt hier noch passt bis hier hinter. Ja, geht noch. Und der kann ja gleich von da drüben bedient werden. So. Das sieht doch schon viel ordentlicher aus als vorher, oder? Warte mal, eine Sache. Jetzt wird es fast schon ein bisschen pedantisch hier. Können das auch so machen. So, jetzt. Dann wird die Eisenbahnproduktion ordentlich hochgefahren. Staut sich es trotzdem schon so ein bisschen, aber ich denke mal, 6 Stück sind erstmal in Ordnung, um hier ordentlich Nachschub zu haben.
So, wie sieht es jetzt hier oben aus? Könnte man ja fast gerade noch einen zweiten LKW fahren lassen. Dann machen wir gleich mal drei hier. Nee, Moment, stopp, geht kein Geld mehr dafür. Aber ich würde eigentlich doch schon gern mal die Strecke nochmal ändern. Wir machen das nur auf Beladen. Dann ist es nicht schlimm, wenn da mal... Das ist eine individuelle Route. Das ist natürlich blöd. So, nee, hat das Bus noch nicht aktualisiert. Ah ne, jetzt passt's. Die haben auch vollständig beladen hier. Ne? Dann machen wir das mal generell aufladen. Damit die da halt nicht... Man auch die Holz und Kohle könnte man, glaube ich, noch ein bisschen mehr Tradiz bedienen, aber mittlere Nachfrage. Da kommen wir auch noch mal eh raus. Ich habe kein Geld mehr. Wir haben noch mal für jeden einen raus hier. Das sollte natürlich auch gleich die neuen Fahrzeuge nehmen können. Ah, na gut, egal. Da müssen wir immer gucken, ob wir das machen, die umzurüsten. So, das macht die Forschung. Metallverarbeitung, nicht genug Ressourcen. Holzverarbeitung. Ja, da ist natürlich jetzt ein bisschen... Ach, wie schön das aussieht. Und vor allem könnte man jetzt, wenn man dann auf Stahlbachen geht, dann könnte man im Prinzip... das hier irgendwie erweitern. Das wird natürlich ein bisschen knapp jetzt hier oder wenigstens oder hier hinten in die Richtung noch erweitern. Oder irgendwie hier eine neue Produktionslinie aufmachen und dann dort einfach die Stahlbachen raushauen. Genau, so. Ich mache mal ein bisschen Beschleunigung, dass ein bisschen Geld reinkommt. Einen Berg mit dem Hochhaus hier. Das sieht leicht dezent komisch aus. Ja, Steine, die gibt es halt dort nicht. Hier ist schon ein bisschen eine hohe Nachfrage nach Eisenerz. Ja, weil die jetzt ja auch irgendwas raushauen. Kohle, wie ist da die Nachfrage? Geht sogar. Hier ist auch eine hohe Eisenerznachfrage. Aber eigentlich liefern die ja ordentlich, ne? Ich kaufe einfach nochmal hier jeweils ein Fahrzeug. Aber dann müsste man wahrscheinlich auch den Zug, der es dorthin karrt. Achso, das ist schon so ein großer. Und gibt es da nur einen? Nee, das sind schon zwei. Nee, Eisenerz. Halt, Moment. Das sind schon zwei. Ein langer und... Warum ist denn das nur so ein kurzer? Das ist aber blöd. Nö, mach den auch mal lang. Oder hat mir den mal eingekürzt gehabt, weil das sonst zu viel dort war? Ach, keine Ahnung. So, nicht genug Geld. Machen wir wenigstens mal drei dran. Dann können wir eigentlich auch gleich die 130 Meter Länge nochmal ausreizen. Müsste ja genug Eisenerz dort geben, meiner Meinung nach. Jetzt müssen sie nämlich schon wieder hier warten. Kohle ist aber auch so viel, ne? Wo geht denn die Kohle hin? Dort. Und hier auch noch Stahlträger. Ist eigentlich eine ordentliche Bedienung. Ne, Holzträger sind es nicht, Stahlträger. Na gut, die Holzverarbeitung hier, die könnte man ja auch so aufbauen. Aber im Moment haben wir ja eh bloß die zwei Sachen. Das ist jetzt erstmal überschaubar. Aber wenn dann noch mehr kommt, dann können wir es natürlich auch so machen. Ja, drei Forschungen parallel, wie gesagt. Ich glaube, das ist
gut, Dieselmotor ist bald fertig. Metallverarbeitung, wir brauchen 21. Ah, jetzt hier 103, jetzt ist es wieder gut voll hier. Da müsste man, glaube ich, fast schon wieder ein drittes Gleis hier reinbauen, ha? Gut, im Moment geht's noch. Sieht es gut aus. So, dann hat man doch noch diese Holzforschung. Die ist bald fertig. Hast du die auch eine bestimmte Anzahl an Brettern? Ah, werden die nicht auch an die plus Holzträger? Aber hatten wir nicht auch Bretter gehabt hier unten? Nee, ne? Warum bloß Holzträger? So, achso, der dreht um. Wollte schon sagen, was macht denn der jetzt gerade? Ich denke mal, wenn die Forschung hier weg ist, die kostet, na gut, 12k pro Tag, pro Forschungstag, dann denke ich mal, dann ist es wieder nicht genug Ressourcen, dann sollte das wahrscheinlich geldtechnisch wieder ein bisschen entspannter sein. Und wenn dann hier unten die fertig sind, dann müssen wir erstmal gucken, in welche Richtung wir uns erweitern. 50, 52, Steinziegel habe ich im Moment noch nicht, sorry. Kann ich nicht liefern. Auch wenn ich es gern wollte. Geht halt leider nicht. Tut mir leid. Ich gelobe Besserung. So, jetzt kommt der letzte Tag bei der Holzverarbeitung gleich. Fertig. Jetzt müssten wir, glaube ich, auch irgendwelche Möbel oder sowas bekommen. Eine Schreinerei und